So. Ups. Ladebildschirm. Schön, Sie Moin! Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Na gut. Was? Wir haben die alle. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Ja. Warum habt ihr alle diese blöden Krawatten an und diese hässliche Frisur? Naja, gut. So, dann werden wir uns mal auf den Weg in die Testkammer machen. So, Testlabor. Ja, und? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test. Oh. Wieder eine andere Platte. So, Testlabor C33A. Ich möchte. Wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Schiefgehen. Wir haben ja recht, Freeman. Wir haben gut, dass er so schiefgehen wiederholt hat. Also, lass mir deutlich reingehen. Ja. Ich würde sagen, los geht er, ne? So. Wow. Das sollen bestimmt hier hoch. Komm hier ran. Dann hier hoch. Test, Test, Test. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Da unten, da hinter da. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten dürfte. Dürfte. Während darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimateriespektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Okay, okay. Wir gehen schon mal runter, oder? Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Okay, okay. Scheint stabil zu sein. Transmitterphase 2, Aktivierung jetzt. Oh. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ja, 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 ich werde mich beeilen. Kondensatoren bei 105%. Haben wir lieber ein bisschen Abstand hier? Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe da eine kleine Abweichung in. Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Sequenz läuft weiter. Ja. Immer abbrechen. Ich bin immer abbrechen, bitte. Das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschalter nach. Ja. Okay. Oh Mann. Gute Idee, Leute.
Hallo! Scheiße. Ah, na gut. Standardeingabe für ein nicht dem Standard entsprechendes Material. Also los, Freeman, schieben Sie den Behälter in den Analyse. Ja, ja, seid ihr euch da wirklich sicher, Kollegen? Denkt vielleicht nochmal drüber nach. Oh ja! Alles okay, machen Sie weiter. Ja, okay, von mir aus. Gut. Ja, 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 ja. Bin ja schon im Weg. Was? Da. Hallo? Hallo? Was? Aber Hilfe, Hilfe! Oh Gott! Hallo! Was? Was? Morgen, Freunde! Hallo! Huhu! Wie geht's? Hallo! Unvorhergesehene Konsequenzen. Kurz husten. Tja, irgendwie. Scheiße. Mir fällt das Gelumpe vom Dach. Kann ich die Maschine ausschalten hier oben? Ah, ne. Au. Scheiße. Kann ich nicht, da ist kein Computer mehr. Okay, okay. Hier noch was drin. Wo ist eigentlich das Teststück? Na gut, gehen wir mal weiter. Kollege? Scheiße. Darf ich? Scheiße, was ist hier los? Scheiße, geht's ihm gut? Ah, fuck. Kacke. Scheiße. Wir haben vorher schon gewusst, dass was nicht stimmt, ne? Aber die Drecksäcke mussten ja weitermachen. Die mussten einfach weitermachen. Ich hoffe, der Fahrstuhl geht. Fahrstuhl funktioniert. What? Ii. Ein Headcrab. Erste Mal, dass ich auch da und die werden uns die ganze Half-Life sehr über begleiten. Haben Sie bloß nicht auf mich gehört? Wir haben versucht, Sie zu warnen. Ja. Jemals eine Resonanzkaskade sehen würde und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Freeman, Sie leben noch. Ja. Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ja. Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Ja. Wir brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Was denn? So. Dann komm mal mit, mein Kollege. Also dann los. Komm mal auf die Tür. Was? Leute, Alter! Na nicht sowas!
Aua! Edgar? Schnell, 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 schnell. Kollege? Oh. Shit. Ich glaube, ihm kann man nicht mehr helfen. Ups. Na gut. Die allseits legendäre Crowbar. Noch ein kleiner Funfact: Im Hauptgebäude von Valve hängt in der im Eingangsportal eine Kurve. So, do not use elevator. Ups. Aber da stand, man soll den nicht benutzen. Also. Na gut. Aber man sollte ihn nicht benutzen, wenn Feuer ist, ne? Aber ja, zählt eine Anomalie auch als Feuer? Ich weiß es nicht. What the fuck? Warte, 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 ich helf dir! Was am Himmel sind das für Dinger? Und warum tragen sie die Uniform vom Wissenschaftler-Team? Ich weiß es nicht. Wir haben nicht viel Munition. Scheiße, ey. Was ist hier passiert? Oh. Der Monitor ist kaputt. Oh, das war am Ohrkratzen. Nee. Ja. So gut, Kollege? Er löst sich gleich auf, voller Scham. Hier explodiert auch nichts, ja? Guten Tag. Nur 7 Schuss. Hey, was machen die Headcrabs hier? Ja, sieht schon ein bisschen ekelhaft aus, ne? Mikrowelle ist kaputt. Oder Automat funktioniert. Das ist wichtig. Richtig wichtig, dass der noch geht. Ja, wir gucken mal. Hinten waren noch die Umkleiden. Das Spind ist offen. Nichts drin, außer einer Flacke und einer Munitionskiste. Mein erklärt alles, oder? Oh. Was haben wir denn hier? Energiezelle. Die Kaffeetasse. Was ist das? Könnte das Rote sein? Nachher ist eine Thermoskanne. Poweranzug. Ein Bild von einem Kind. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hat Gordon Freeman ein Kind ganz offiziell im Spiel? Weiß ich gar nicht. Mandala Mark Laidlaw. The Orchid Eater. Aber das ist doch. Das ist ein Bild von einer Frau. Weiß ich doch gar nicht. Sieht aus wie. Ein Diplom oder so? Noch einer drauf? Lu? Ja. Muss aber hier hin auf jeden Fall. Ich vergesse mal, dass er nicht alleine auf. Da wäre es ja in die nachfolgenden Teile dann macht. Hier gibt es auch nichts. Weiter, zack.
Hallo. So. Hier noch jemand? Oh Gott, eingestürzt. Die Tür geht nicht mehr. Okay, wir müssen sicherlich hier rein. Hau ab! Da hinten ist noch ein Headcap. Ach, geht! Hallo, Hilfe! Ach, guck mal, da hinten kommen wir wieder raus. Hier ist noch eine Ladestation. Zack. So, und hier hoch. Schnell, ich helf dir, Da ist er. Verdammt. Also, die Headcrab wird sich jetzt mit seinem Kopf paaren. Scheiße. Das wollten sie nicht mit mir reden, ja? Das finde ich geil. Ja, jetzt können sie alle nicht mehr mit mir reden. Hätten sie mal vorher mit mir geredet, ne? So, ich will ja nicht so sein. Entschuldigung. Okay, kommen wir jetzt hier lang? Achso, bin doof. So, schauen wir mal hier. Zack. Oh, oh. Ist ja Auto-Aim drin? Ausschalten? Und das ausschalten? Heißt das gar nicht? Scheiße. Moment, ich komm mal ganz schnell so Internet und so. Moment. Das ist ein Befehl für die Konsole. Nein, geht sofort weiter. Automatisch zielen. Ah, da ist doch automatisch. So, das machen wir natürlich aus, ja. Bisschen Munition haben wir ja. Miss. So. Bisschen Licht für die Taschenlampe haben wir auch. Guten Tag. Hey Chima, du Drecksack. Spiel vorbei. Was ist hier los?
Was? Wow, ey! Vertigo Naut. Hallo.